Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch gefragt, ob ihr mit dabei sein wollt, wenn ich die Halle hier weiter einrichte. Ihr habt gesagt, ihr wollt mit dabei sein und genau das werden wir jetzt tun. Ihr seht, PS-Days sind rum. Ich habe meine ganzen Kumpels eingeladen, in Anführungsstrichen. Luke hat sein Golf erstmal hier gelassen, weil nächste Woche ist nämlich GTI Fanfest in Wolfsburg. Da sind wir auch mit unseren Golfs. Wenn ihr vorbeikommen wollt, kommt gerne vorbei. Dabei fällt mir ein, ich mache euch unten in die Videobeschreibung einen Link, wo ihr tatsächlich 15% Rabatt auf die Tickets bekommt. Hätte ich fast vergessen, aber sparen ist immer gut. Auf jeden Fall, Lukes Golf, Marios Golf und Rodes Golf, die kommen mit zum GTI Fanfest. Deswegen ist Lukes Auto noch hier. Oma Golf B7. Tom Supra, wo wir jetzt mit Thema Elektrik anfangen. So, ihr seht in dieser Halle, ach so, ja, Lambo, Limo, Abarth und Marios Golf. Das heißt, wir haben jetzt zur Sekunde 8 Autos hier drin und es ist tatsächlich noch jede Menge Platz. Viele von euch haben schon immer nachgefragt, wann kommen Werkbänke, wann kommen Hebebühnen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Hebebühnen. Und zwar habe ich mit Absicht ein bisschen Zeit vergehen lassen, weil ich höre von verschiedensten Ecken nach ein paar Monaten, ach, hätte ich damals mal dies gemacht, hätte ich es mal so gestellt, hätte ich es mal so gestellt. Und bei uns in der Halle ist es mit Hebebühnenstellen wirklich nicht so einfach, weil wir halt leider diese beiden Pfeiler im Weg haben. Das ist für wirklich aktives Schrauben schwierig. Das heißt, idealerweise würden wir natürlich da hinten Hebebühnen hinstellen. Dann verbaut man sich aber wirklich dieses, was ich mir viel, viel mehr wünsche, ist, dass man wirklich einfach mal Autos reinstellen kann, über die Autos quatschen kann, Autos zeigen kann und so weiter. Deswegen wollte ich diese Fläche gerne freilassen. Somit gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit, Hauptschrauberplatz Nummer 1, hier auf jeden Fall eine Hebebühne hin, dann auf jeden Fall hier eine Hebebühne hin. Es ist natürlich viel zu groß eigentlich nur für eine Hebebühne. Andere würden da zwei Hebebühnen hintereinander stellen. Aber mir reicht es, wenn ich hier eine Zweisäulenbühne, da eine Zweisäulenbühne und in dieser Länge hier, hier werde ich immer die Projekte schrauben, die mehr geschraubt als gefahren werden. Das heißt, ich glaube, hier hätte ich gerne eine Scherenbühne, ja, wo ich auch zur Not das Auto mit diesen Movern, also sind diese Teile, die kennt ihr bestimmt aus dem Rennsport oder vom ADAC, die unter die Räder kommen und dann kann man das ganze Auto schieben. Der Boden hier ist so schön glatt, dass ich nämlich hier zur Not auch ein Auto mit diesen Movern auf die Bühne geschoben kriege und so. Ne? Das heißt, aktueller Plan für mich ist erstmal 3 Hebebühnen in dem Bereich. Zur Not kann man immer noch, jetzt da so, wo der B7 steht oder wo der Lambo steht, hier kann man immer noch eine weitere Scherenbühne vielleicht hinmachen, aber ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Bühne hier aufstellen würdet. Das Problem ist einfach, dass es ist genau 5 Meter Pfeilerabstand. Und das reicht halt eben nicht, um 2 Bühnen hier hinzustellen. Stellt man hier 2 Bühnen hin, hat man das Problem, dass Bühne 1, Bühne 2, man auf die eigentliche Hauptbühne wieder schlechter drauf kommt. Und mein Traum war es halt wirklich immer, rückwärts mit dem Trailer das Gespann reinfahren, wenn es kaputt ist, das Auto einfach runterrollen lassen oder noch besser direkt mit der Bühne vom Trailer runternehmen. Das war damals immer mein Traum mit Limo, das ging in meiner ganz alten Halle damals auch. Deswegen ist mein Wunsch schon, hier eine Bühne, da eine Bühne, da eine Bühne. Und ich glaube, ganz ehrlich, mit 3 Bühnen ist man auch erstmal ganz gut aufgestellt. So, es ist aber noch nicht zu spät. Noch könnt ihr eure Meinung mal dazu abgeben. Ja, als allererstes fahren wir jetzt nach Halver zu der Firma Konsul. Und zwar, der Kontakt kam zustande über unseren lieben Georg Sauerländer, also Schöttger, Firma Sauerländer, die, wie man unschwer sehen kann, Sonic-Werkzeug damals vertrieben hat, mein Ansprechpartner. Firma Konsul, Familienbetrieb seit eh und je, Hebebühnen made in Germany. Es ist alles möglich, es gibt geile Motorsportarme, man kann sich eine Wunschfarbe aussuchen. Das sind definitiv aktuell so die flachesten Bühnen, was für uns halt immer die Thematik ist. Weil ihr kennt es, jedes tiefes Auto und wenn dann noch ein Unterboden dazu kommt, geht einfach bescheiden auf die Bühnen drauf. Deswegen, wir fahren jetzt mal im ersten Teil des Videos zu Halver und informieren uns einfach mal über das Thema Hebebühnen. Let's go. Wir haben es geschafft bei der Firma Konsul in Halver. Hallo. Familienunternehmen, wurde mir gesagt. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Dass ihr uns heute mal so ein bisschen mit der Thematik Hebebühne vertraut macht. Hebebühne, ich habe schon im Intro gesagt, so der Traum von jedem Schrauber. Aktuell ist es so, dass ich wieder relativ viel ohne Hebebühne schraube. Also, und ich weiß, es wird wieder der Moment kommen, wenn du dann doch wieder Hebebühne zur Verfügung hast, wie es einfach den Schrauberalltag extrem erleichtert. Ne? Muss man einfach sagen. Ne? Ja, ist so. Aber man muss dazu sagen, gerade jetzt, wo ich auch viel im Rennsport unterwegs bin, da ist es tatsächlich bei vielen Autos so, dass die immer noch bis heute ohne Bühnen geschraubt werden. So, diese ganzen Rennautos, liegt glaube ich auch viel damit daran, dass die A immer hier diese Stempelanlagen haben. Dass sie jetzt schon mal so ein bisschen hochfahren können. Und
kompletter Unterboden zu. Ist halt auch immer das Problem, wo hebst du ein Auto an und so weiter. Ne? Aber da kommen wir in dem heutigen Video auf jeden Fall drauf, weil ihr seht, hier gibt es jede Menge verschiedene Dünen. Sind das alle, die ihr habt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, nein. Das ist eine kleine Auswahl, weil wir natürlich auch begrenzt sind, was die Kapazität hier angeht. Aber da haben wir in der Breite, im Portfolio haben wir schon noch das eine oder andere mehr. Aber hier sind zum Beispiel die neueste Düne, dann die Standardbühnen, diese haben wir hier und dann so ein paar auf. Ja, in die Richtung gehen, dass wir etwas zeigen wollen, was den Aufnahmespektrum angeht. Aber Konsul, habe ich richtig gesagt, Hebebühnen bis heute made in Germany. Das heißt, wir sehen nachher hier drunter irgendwo, wie die auch alle hergestellt werden. Ja, genau. Was ja mittlerweile auch selten ist, ne? Genau. Also so, kann man ja schon so ganz offen so sagen, dass ja, das kann man in so Deutschland nochmal so ein massives Produkt gebaut, geschweißt, gefräst und so weiter wird, ist ja wirklich die Seltenheit mittlerweile. Genau, also so wie wir das jetzt mitbekommen haben und so wie wir das kennen, sind wir inzwischen die Einzigen. Also wir sind auch mit in Germany zertifiziert. Wir lassen komplett alles hier bauen. Wie das jetzt im Einzelnen und in der Tiefe bei den anderen ist, wissen wir nicht so genau. Aber wir wissen, wir sind die Einzigen, die noch komplett in Deutschland bauen. Das heißt, an diesem Standort und in dieser Produktion, wo wir wahrscheinlich nachher auch noch mal kurz reingehen werden. Wie lange schon? Also das Unternehmen gibt es seit 70 Jahren. Ja, okay. Das ist das Gerät, wo ich bei euch auf der Messe schon mal vorstand. Genau. Ist so ein bisschen Erlkönig foliert. Die gibt es aber nicht so zu kaufen, oder? Das ist nur die Messebühne. Ne? Das war die Messebühne. Das ist einfach ein Eyecatcher. Erstmal nochmal kurz zu Konsul. Was ist der Hauptmarkt? Ist der Hauptmarkt eher Zweisäulenbühne oder mittlerweile eher so eine Scherenbühne, Viersäulenbühne? Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Also das ist nicht nur bei uns so. Der Hauptmarkt im Hebebühnensegment ist der Zweisäulensegment. Wir verkaufen da annähernd so 3000 Stück. Bei den anderen weiß ich jetzt nicht so genau, wie viele da sind, aber das sind, wenn man sich überlegt, dass wir so im Schnitt 4000 Bühnen im Jahr verkaufen und davon sind 3000 Zweisäulenbühnen, dann kann man da schon als Hauptmarkt sehen. Ja. Und da ist nämlich das Coole, die kann man bei euch theoretisch zu einer Wunschfarbe bestellen, ne? Richtig. Also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Das läuft bei uns zwar unter Sonderbau, ist aber bei uns ohne Probleme machbar, jeder Rahlton. Das heißt also, der Kunde kann sich die in jedem Rahlton diese Erde bei uns bestellen, kostet ein bisschen was drauf, aber dann ist es egal, ob die Säule in grün und die Arme in blau gemacht werden, kann er haben. Früher war das ja noch ein bisschen anders. Früher war das noch so, da war eine Werkstatt wirklich ein reines Mittel zum Geldverdienen. Da war es wirklich so, jeder hatte eine Werkstatt einfach nur, um irgendwie damit am Ende wieder Geld zu verdienen. Heutzutage hat sich das ja so ein bisschen geändert, finde ich. Ähnlich wie in der Küche. Früher war eine Küche nur zum Kochen da. Mittlerweile ist es so irgendwie der Lebensmittelpunkt bei ganz vielen zu Hause im Haus, in der Wohnung. Und so ist das in der Werkstatt auch. Und deswegen glaube ich schon, dass es einige gibt, wie mich vielleicht, die eine spezielle Farbe haben wollen, was halt sonst nicht so einfach möglich ist. Ne? Die hat jetzt auch eine Spindel drin, logischerweise. Ne? Die hat eine Spindel drin, ja. Vielleicht kann man es hier dann sehen, genau. Die hat eine Spindel drin. Die sind auch hier gefertigt, das sehen wir auch noch. Ja, krass. Das wird bei uns gefertigt, ist auch so ein USP, weil unsere Spindeln jetzt nicht herkömmlich gedreht werden, sondern die werden bei uns kalt umformen. Das heißt, das Gewinde wird nicht gedreht, sondern gepresst. Aber das können wir nachher wahrscheinlich auch nochmal sehen. Ja. Weil man sieht ja ganz viel mittlerweile auch hydraulische Bühnen. Ja. Die habt ihr auch. Haben wir auch. Da ist dann statt, also kurz zum Aufbau, hier ist eine Mutter unten drin. Die Spindel dreht sich und damit fährt die Tragmutter auch runter. Ganz einfach erstmal erklärt. Ganz simpel. Dann gab es ja auch noch die Version, weiß ich noch, von ganz früher, dass du in der Mitte so einen Kettenkasten hattest mit einem Motor, wo so eine Kette durchgelaufen ist. Ganz, ganz früher. Die Bühne haben wir immer noch. Die heißt bei uns EasyLift, 2.30 EasyLift. Das heißt also, da gibt es eine Kettenführung unten lang, die für den Gleichlauf oder den Hochlauf des Hubwagens zuständig ist. Genau. Jetzt gibt es heutzutage aber ganz viele Bühnen, die mit Hydraulik sind, wo irgendwie ein Stempel drin ist, wie auch immer. Wie sind die dann aufgebaut? Genau. Habt ihr sowas auch? Ja, das ist zum Beispiel eine Hydraulikbühne. Das sieht man daran. Ah ja, dass der Motor so auffällt direkt, ne? Genau, da ist dann der Stempel, der nach oben geht. Daran kann man das erkennen. Das heißt also, alles, was wir bei uns im Hause als Spindel anbieten, können wir auch als Hydraulikbühne anbieten. Da ist tatsächlich ein richtiger Stempel drin, der das ganze Ding hoch und runter. Genau. Vorteile, Nachteile, kann man das so sagen, pauschal? Gibt es sicherlich. Also der größte Vorteil ist wahrscheinlich die Schnelligkeit von der Hydraulik. Sind ungefähr doppelt so schnell wie eine Spindelbühne. Noch ein Vorteil ist, dass sie verschleißärmer sind, weil es keine Rollen und Seile da drin gibt. Dadurch hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, dass es keine starre Verbindung zwischen den Säulen gibt. Ja, das sind eigentlich so die Vorteile einer Hydraulikbühne. Also in der Regel wird Hydraulik da eingesetzt, wo es auch um Schnelligkeit geht.
Echt krass, das wusste ich gar nicht, dass sie so viel schneller sind. Aber klar, macht natürlich Sinn, ne? So eine Spindel, die sich da komplett hoch und runter drehen muss, ist natürlich langsamer als ein Stempel, der einfach hoch und runter fährt. Genau. Wie ist das bei euren Bühnen? Man hat ja bei Hydraulik immer den Nachteil, dass wenn Hydraulik undicht, plumm fällt runter. Was bei einer Spindel nicht geht, weil da halt immer die Mutter einfach dementsprechend auf der Spindel sitzt. Da gibt es immer so einen Verriegelungsmechanismus, wo die Bühne so klack, klack, klack immer reinfährt. Genau, da würde ich mal gucken, ob man das da aussieht. Da sieht man die Stange, die Absetzstange, wo im Fall des Falles sich das dann einhängen würde und dann vor Runterfallen geschützt wird. Das heißt, auch eure Bühnen muss man immer, bevor sie runtergefahren werden können, einmal da rausgehoben werden, dass der Pitten da rausgeht. Genau. Ja, ich bin so ein Spindelfan bisher immer gewesen, weil jeder kennt es, zumindest jeder, der ein Audi schraubt, ist, egal was man vorne am Motor oder Getriebe macht, man spielt irgendwie immer mit der Bühne. Was halt eigentlich Quatsch ist, weil man kann eigentlich auch einen Getriebeheber nehmen und den lieber hoch und runter machen. Aber bei mir war es immer so, ich hatte so eine legendäre Holzlatte, die schon fünfmal gebrochen war, immer wieder zusammengeschraubt. Und die stellst du dann unter den Motor oder unter das Getriebe und fährst halt die Bühne hoch und runter. Und wenn sie dabei natürlich einen Tucken hoch oder runter fährt jedes Mal, war das immer, ist das natürlich bei einer Spindel cooler. Ne? Ich glaube, dass das, was man in der Ausbildung nutzt, das ist auch das, was man später im Leben nutzt. Und dann ist es immer schwierig, wer immer Audi gefahren ist, den dann dazu zu begeistern, mal Mercedes zu fahren. Beide können fahren. Beide haben vier Räder, aber die Technik ist halt eine andere und so ist es halt auch bei uns. Wir bieten Spindel an, wir sind am Markt auch als Spindelhersteller bekannt, möchten aber in der Breite eben alles anbieten können und deswegen haben wir eben auch die Hydraulikbühne. Was ist beliebter aktuell, was wird mehr bestellt? Also ich würde sagen, wenn wir 10 Bühnen verkaufen, dann sind davon 8 Spindel, 2 hydraulisch. So, eine Sache wollte ich euch eigentlich zeigen, wir sind nur schon wieder abgeschweift. So, und zwar, diese Bühne ist von euch ganz was Neues. Man sieht es auf den ersten Blick gar nicht, weil man könnte auch einfach denken, dass das zum Beispiel zwei linke Seiten oder zwei rechte Seiten sind, die gerade aufgestellt wurden. Aber das hat schon Sinn, dass die beide gerade so schräg stehen. Genau. Also man sieht es am besten, wenn man wirklich so von der Seite guckt. Da hat man ja auch die Stahlplatten und dann sieht man, dass die Säulen auch versetzt sind. Gleichzeitig haben wir hier auf der einen Seite kurzen Arm, langen Arm und auf der anderen Seite genau andersrum. Und dadurch, dass es so aufgebaut ist, können wir einen Wagen, der reingefahren wird und hochgehoben wird, können wir die Tür komplett öffnen. Gibt es am Markt nicht, sind wir bis jetzt die Einzigen, die das anbieten. Haben wir auf diversen Messen schon vorgestellt, haben wir auch schon überall ausprobiert oder in vielen Werkstätten ausprobieren lassen. Und seitdem ist es für uns die Bühne. Also für alle, die noch nie auf einer Hebebühne waren. Normalerweise ist das Problem, ihr fahrt so rum mit dem Auto rein, die kürzeren Arme sind immer vorne, alleine weil die meisten Autos vorne schwerer sind. Das heißt, ihr fahrt das Auto rein, Reifen vorne, Reifen hinten und die Tür würde genau so aufgehen. Klungen jedes Mal gegen. Dadurch, dass man jetzt hier den längeren Arm hat, fährt die vordere Tür irgendwo wahrscheinlich hier so auf, wenn hier so das Rad ist, irgendwo hier und man kriegt tatsächlich die Fahrertür so noch auf. Genau. Bei unseren tiefen Autos ist das nämlich immer ein Riesenproblem, weil wir haben es ganz oft, egal wie tief und wie gut die Hebebühne ist, man muss trotzdem auf Rampen drauf fahren, um halt die Teller vernünftig zu positionieren können. Und dann ist natürlich immer genau das Problem, dann fährst du drauf, kannst du meistens nicht schieben, weil die Rampen zu steil sind und dann musst du irgendwie rauskommen und dann geht's halt los. Ne? Irgendwie da so. Dann geht's auch los. Ja, so war ja auch der Grundgedanke, dass wir gesagt haben, wir haben durch unsere Z-Line-Version haben wir natürlich die Möglichkeit, die Türen noch ein bisschen weiter aufzubekommen, aber das war noch nicht die Endlösung. Die Endlösung ist einfach, kriegt man mit einer Bühne eine Tür komplett auf. Und bei dieser Bühne ist das so und es ist egal, ob das jetzt ein Cinquecento ist oder ein Transporter, man bekommt an dieser Bühne alle Türen auf. Als Rechtslenker? Achso, ja, dann logischerweise auch, ne? Als Rechtslenker? Als Rechtslenker musst du von der Theorie dann rückwärts drauf fahren, also andersrum. Also weißt du, weil hier kriegst du die Tür dann ja trotzdem nicht auf, wenn du rechts sitzt. Das heißt, du müsstest dann rückwärts und dann, nee, ist auch nicht korrekt. Nee, das ist ein guter Einwand. Dann ist die Tür hier und würde auch nicht aufgehen. Das heißt, mit Rechtslenker hast du immer ein Pech gehabt. Neues anderes kaufen. Aber wir sind ja auch in Europa, da gibt es nicht so viele Rechtslenker. Ne? Ich wollte gerade sagen, da kannst du auch auf erstmal grundsätzlich auf die Standardbühne draufgehen. Aber wenn du da auch die Tür aufmachen möchtest, ist ein guter Einwand, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, hat mich auch noch keiner nachgefragt. Nee, gibt ja auch nicht viele. Ne? Also selbst dann gibt es immer noch die Theorie, einfach im Innenraum über die Mittelkonsole steigen und hier aussteigen. So, weil es geht ja immerhin die andere Tür dann auf. Ja, die geht auf jeden Fall auf, also, ja. Aber sonst so ist das natürlich nicht so der. Ja, das stimmt. Was heißt Z-Line? Du sagtest gerade Z-Line? Bei uns im Hause gibt es zwei Linien, einmal die Konsollinie und einmal die
Zippo-Linie. Wir haben vor einigen Jahren, ich sage es jetzt einfach mal direkt raus, Besuch aus Amerika bekommen, dass man uns verboten hat, unsere Zippo weiterhin Zippo zu nennen. Aber das geht jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu weit. Ich kenne nur diese Feuerzeuge. Genau. Das hat jemand so aufgeschnitzt. Ja, das ist der Auslöser. Das war die Problematik damals. Ah. Wir haben einfach die Produkte umbenannt. Aus Zippo haben wir Z-Line gemacht, aus Consul haben wir C-Line gemacht. Das heißt also, beide Produkte gibt es weiterhin, nur halt mit einem anderen Namen. Wir haben die Firma Zippo, die damals in Offenburg gegründet wurde, haben wir vor einigen Jahren aufkaufen können, um uns eine gewisse Technologie anzueignen. Ja, die Zippo-Bühne ist ein wenig anders gestellt als die Consul-Bühne. Und das war der Grund damals. Hier kommt hier diese Platte so tierisch massiv vor. Guckt euch mal an. Ja, das sind hier, jetzt kommt mein Daumen wieder. 30 mm Stahl, ne? Ja, also dafür sind wir eigentlich auch relativ bekannt. Das heißt also, wenn wir etwas bauen, dann bauen wir schon wuchtig. Und wenn man sich das Ganze hier dann erstmal anguckt. Ja, das ist kein Blech. Das sieht ja aus, als das ist ja hier, keine Ahnung, was ist das, 3,5 Tonnen mindestens, ne? Das ist jetzt eine 5,5 Tonnen. Genau, also das ist noch nicht mal die Größe, die wir haben. Wir haben dann noch bis 7 Tonnen. Aber wenn man sich dann überlegt, die muss jetzt 5,5 Tonnen heben können, dann muss natürlich auch alles andere im Verhältnis dazu passen. Ich bin gerade verwundert, dass das so leicht geht. Ist da eine Lagerung drin, ey? Da ist eine Lagerung drin, genau. Wenn man dann drunter gucken würde, dann würde man es halt sehen. Da kannst du natürlich echt den doppelt langen Sprit damit hochheben, ne? Mit dem Arm. Da kriegst du einige mit hoch, genau. Wenn du es damit nicht hoch bekommst, zumindest was den Transporterbereich angeht, dann haben wir unseren Knickarm da drüben noch. Jetzt ist das natürlich nicht so die Version, wie ich für mich brauchen würde, weil da kann ich ja meinen 7,5er LKW bald mit hochheben. Ne? Ich glaube eher das hier ist in die Richtung. Naja, die Frage weil ist, die was Arme, willst du denn hochheben? Die Arme kriegen wir ja niemals unter den Autos durch. Nein. Also wir brauchen eine Bühne, die maximal flach ist, weil die Autos sind tendenziell eher leicht. Da kommt es jetzt so auf Gewicht nicht drauf an. Also selbst 300 Tonnen reicht massig immer. Mhm. Sondern eher, wir brauchen was maximal flach ist. Ja, dann gehen wir eher in diesen Bereich. Das sind dann halt unsere Standardbühnen, 4 Tonnen. Die hat auch schon 4 Tonnen. Die hat schon 4 Tonnen, genau. Also das kann man sieht ja echt aus wie ein Kindergarten daneben so ungefähr, ne? Aber ja, genau. Wenn man sich dann unsere Mitbewerber anguckt, die haben dann eine Säule, die ungefähr doppelt so breit ist. Wenn man sich die Bühne aber oder die Säule im Querschnitt mal angucken würde, dann sieht man, dass das halt massiv ist. Ja, wir haben hier kein gekantetes Blech, sondern das ist schon U-Profil, 12 mm Wandung. Da ist das Ganze so ein bisschen massiver gebaut. Man sieht es so aber natürlich jetzt nicht. Aber auf dem Messen und auf den Zeichnungen, da kann man sich das angucken. Genau, das sind 4 Tonnen. Und das? Das kannst du hier, wenn du das sind. Weil das den Interessenten einfach mal zeigen willst, es gibt so Typenschilder bei uns und auf den Typenschildern, da hast du dann unsere alte Typenbezeichnung, also das ist eine H505, das ist ein Modell 2.30EL, das heißt also, das ist unser Einsteigermodell. Mhm. Damit, ich sage jetzt mal, das ist so unsere günstigste Bühne, das ist die kleinste Bühne, die wir haben. 2 steht für 2 Säulen, die Zahl hinter dem Punkt ist die Tonnage. Hier steht dann auch nochmal die Tragfähigkeit und das Baujahr da drauf. Krass, so kann man sich das Ganze. Wenn man ehrlich ist, reichen 3 Tonnen ja für alle Autos aus. Also, was willst du denn da draufstellen? Selbst mein Bus hat da noch nicht mal 3 Tonnen. Also, selbst wenn ich den ganzen Krempel, der da drin ist, immer so drin lassen würde, selbst dann, glaube ich, hat er keine 3 Tonnen. Also, in der Theorie ist das auch so. Also, das sind auch die flachesten Arme, die es gibt? Nein, wir haben die flachesten Arme, die wir haben, sind Rennsportarme. Da geht es aber einfach nur unter die Unterschwenkhöhe. Das heißt also, die Standardarme haben 80 mm Unterschwenkbereich und bei den Rennsportarmen haben wir 70. Das heißt, das ganze Teil ist dann anders bei den Rennsportarmen? Weil das hier sind wahrscheinlich die 80, ne? Der Bereich hier, der ist dann 70. Ah, der ist kleiner, okay. Ja. Das heißt, der eigentliche Arm bleibt aber? Ja. Okay. Weil sind das ja schon relativ flach. Ja. Das ist schon relativ flach, also auch da im Verhältnis zu unseren Mitbewerbern sind wir schon recht flach gebaut, mit den 80 mm, ja. Es gibt ja ganz viele Momente, wo man noch nicht unter das Auto kommt und genau zum Schweller hin so der Bereich fehlt. Kann man dafür nutzen, die Grundidee war aber eine andere, als die
ja, als die Idee der Elektromobilität aufgekommen ist, mussten wir Ideen finden oder Lösungen finden, um besser an den Schweller ranzukommen. Das war sozusagen unsere erste Idee, die wir hatten, dass man einfach angeboten hat, unseren Tragteller, ja, ich sag jetzt mal, zu versetzen. Mhm. 2 Jahre später oder 1,5 Jahre später hatten wir dann die Variante, die dann auch die finale Variante dazu ist. Das heißt also, da vorne hat man einfach umstecken können. Hier muss man nicht mehr umstecken. Hier zieht man hoch. Moment. Ein bisschen. So, und dann kann man das Ganze im letzten Viertel nochmal anpassen. Das heißt, ich überlege gerade. Klar, wenn wir jetzt mit den ganzen Armen unter das Auto müssten, wäre natürlich schwieriger, weil es hier natürlich höher ist. Aber für Autos, wo man in dem Winkel, wo man in dem Winkel rankommt, ja, ist das an sich natürlich nicht schlecht, ne? Aber was es nicht alles gibt, ne? Das ist. Genau. Also vorab neue, ne? Junge. Ah. Hm. Dann sieht bei uns Fixlift. Das heißt also, du kannst hier wesentlich höher drehen. Einige nutzen dafür auch Distanzboxen, 50er, 100er und hier hast du es natürlich dann nochmal in einer anderen Variante. Wie viel sind das hier? Auch 70 oder 80? 80 dann wahrscheinlich, ne? Das müssten 80 sein, ja. Ich weiß es jetzt nicht exakt, aber müssten 80 sein. Das ist an sich eigentlich auch ein cooles System. Wie geht das wieder runter? Ah, okay, verstehe. So kriegt man es ja schon unter alle Autos runter. Genau, so kriegst du es runter. Und ich bin auch jemand, der bei allen Autos da immer irgendwas drunter macht. Und das ist natürlich schon entspannter, wenn man es einfach einen hochmacht, ne? Und dann zusätzlich noch drehen kann. Genau. Ich lege halt immer irgendwelche Gummiklötzchen oder so zwischen, ne? Aber das ist ja eigentlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich wollte gerade sagen, das ist ja das, was normalerweise keiner hören darf. Gummiklötzchen und irgendwelche Bretter und. Also wir kommen da schon vom Fach, deswegen gibt es auch was vom Fach. Na, ich merke schon, die Auswahl wird schwieriger heute. So, jetzt müssen wir uns noch einmal hier die großen Klopper da hinten angucken. Das hier, die typische Doppelschere, die gibt es wahrscheinlich einmal im Boden eingelassen und einmal normal, ne? Das ist nicht die typische Doppelschere, das ist die typische Doppelschere. Das ist unsere T-Variante. Man kann hier noch ausziehen. Ah, ich sehe schon. Hier sieht man es auf der Seite. Ja. Also hier sieht man es auch. Die kann man schon auch noch ausziehen, ne? Genau, ja. Da musst du aber die Sicherung gesagt los machen und dann kannst du es rausziehen. Genau. Ah, das heißt für Autos, wo okay, verstehe. Also nicht nur Autos, sondern also wir so vermittle ich es, wird halt SDE-T genannt, also T wie Traverse oder T wie Transporter. Also damit kannst du wirklich von VW ab bis Transporter kriegst du damit alles hoch. Weil es ist tatsächlich so, nehme ich meinen Abarth auf so eine Scherenbühne hoch, der ist so, dass der vorne und hinten mit den Rädern schon halb auf den Platten steht. Genau. Das heißt, das ist auch am Ende immer ein bisschen Fummelei, wenn der natürlich dann hochfährt. Mit Pech kriegt man die nicht hochgeklappt, dass die dann wieder runterfällt und so weiter. Packst du ein Auto in, was größer ist, hast du natürlich ganz oft das Problem, dass die Fläche zum Anheben zu kurz ist und man unter die eigentlichen Aufnahmen, wo man ran will, gar nicht rankommt. Das heißt, da kann man einfach langziehen. Da kann man ranziehen und von den Abmaßen her sind wir da schon top aufgestellt. Können wir die einmal runterlassen hier? Müssen wir die dafür, so können wir die so runterlassen? Ja, ne? Brauchen wir nicht ganz. Kannst du runterlassen. Nur einmal gucken, müsste wie viel. Müsste angeschlossen sein. Nur mal gucken, wie. Oh, nee, falsch schon. Runter dauert natürlich ein bisschen länger. Ja, jetzt. Logischerweise, da ohne fehlen ein paar Kilo drauf. Aber die Breite ist immer die gleiche. Gibt es auch hier verschiedene Breiten? Weil die kommt mir hier auch schon extrem breit vor gerade. Ne? Was meinst du breit? Also die Breite der Auffahrfläche. Siehst du, den Unterschied sieht man auch. Der ist breiter, ne? Der ist breiter, genau, ja. Zwischen dir und der. Das liegt an dem zum Rausziehen oder gibt es generell verschiedene? Das kann man auch wieder wählen, welche Breite man nimmt. Nee, die gibt es nur in dieser Breite. Was sind das, so 10 cm, ne? Du weißt, warum das eben gerade signalisiert wurde? Damit mein Fuß nicht drunter ist? Genau, das ist der Eurostopp, der da drin ist. Deswegen, die Bühnen halten alle bis zu einer bestimmten Höhe. Also nicht nur diese hier, sondern eben auch alle 2 Säulen. Und danach ist der Euro-Stopp, der immer mit einem Ton weiter nach unten geht. Genau, zur Sicherheit, dass du deine Finger, deine Füße nicht dazwischen hast. Und das wäre jetzt die Version, die auf dem Boden ganz normal liegt, zum Auffahren? Auf dem Boden, genau. Und diese Version ist logischerweise auch auf dem Boden? Auch auf dem Boden, genau. Da ist halt nur, aber ach so, wenn ich die zum Ausziehen habe, dann brauche ich immer die, weil die nicht mehr wegklappen. Genau, weil die ja nicht mehr wegklappen können. Die geht ja nur noch in der horizontalen. Wenn die aber im Boden drin ist, dann ist das hier raus. Dann ist das weg. Weil ich bin mittlerweile so weit, dass ich eigentlich auf jeden Fall eine gerne im Boden hätte.
Weil diese ganzen Autos, Crossbow, Abarth mit geschlossenem Unterboden, da ist schon das Coolste, einfach drauf fahren, zurecht suchen. Wenn du eh die Möglichkeit hast, am Boden etwas machen zu können, weil du gerade neu baust, dann machen es alle so, dass die Unterflur einbauen, weil es dann einfach schöner aussieht. Du hast nichts, also keine Stolperfallen und es sieht einfach schöner aus. Das ist jetzt Doppelschere, deswegen geht die jetzt hier 1,50 Meter, 2 Meter hoch. 2 Meter hoch. Das heißt einfach, hier seht ihr, dass in der Mitte halt 2 Scheren sind, die auseinanderfahren. Gibt es auch noch als einzelne Schere? Genau. Dann ist sie nicht Wenn ganz du die hoch. Kamera einmal nach hinten schwenkst, dann hast du da die ganz normale Kompaktschere, die geht 1 Meter hoch. Und diese Doppelschere, wie der Name schon sagt, weil wir da 2 Scheren drin haben, geht 2 Meter hoch. Richtiger Fahrstuhl. Krass. Nee, vor allem hier. Also gefühlt ist das auch... Wie hoch gehen die? Also wie hoch geht so eine normale 3-Tonnen-Bühne? Gehen alle mindestens 2 Meter hoch. Weil das kommt mir gerade schon extrem hoch hier drüben vorne. Wenn ich mir überlege, hier ist ja dann noch... Das Auto steht ja quasi... Ja, also du kommst da oben schon nicht mehr dran, wenn hier das, also die Reifen draufstehen. Also die Reifen sind hier, aber hier hast du in der Regel ja noch Elastomer-Aufnahmen dazwischen. Das heißt nochmal 5 cm. Also da musst du schon über Kopf arbeiten. Also das sind schon ordentliche 2 Meter. Und ja, aber dafür ist es ja konzipiert. Die, also hier ist sie jetzt nicht im Boden verschraubt. Verschraubt man die später im Boden? Ja. Muss man. Im Boden rein. Die kleinere nicht, ne? Die kann ich glaube ich nicht so, ne? Die kann man so aufstellen, die gibt es als feste Variante, die man im Boden verankern kann. Mhm. Und dann gibt es nochmal die mobile Variante als zusätzlichen Arbeitsplatz. Gerade im saisonalen Geschäft, im Rädergeschäft, dann kannst du die irgendwo draußen aufstellen und im Winter dann wieder reinfahren. Aber diese hier, und da sage ich auch gerne nochmal, es gibt ganz, na nicht viele, aber es gibt den einen oder anderen, der dann ankommt und sagt, na, ich hätte gerne Doppelschere. Die möchte ich aber nicht unten verankern, weil die möchte ich irgendwie umstellen. Das ist nicht erlaubt. Ja, also die muss unten verankert werden und sieht man ja unten auch an dem Gestell. Da sind die Löcher dafür vorgegeben. Angenommen, man hat jetzt eine Mietsbude, wo man nicht unbedingt Boden aufkloppen kann und muss sie auf den Boden stellen. Wie viel ist die Doppelsäule höher als eine einfache? Die Doppelschere vom Rüberfahren? Oder nimmt sich das nichts? Dann nimmt sich nichts. Ein Zentimeter wahrscheinlich. Ja, also wenn überhaupt. Weil ist schon, ich hatte bisher nicht so drüber nachgedacht, dass man die ja auch so hochfahren kann, weil es ist schon geil irgendwie. Ne? Also man kommt hier und da dann schon einfach besser drin. Ja, und dann gibt es noch die Big Boys hier. Ja, dann gibt es hier wirklich die Big Boys. Was ist das für ein Zylinder? Das, also du meinst jetzt, was die Tonnage angeht, haben wir hier auch. Ne? Also überall haben wir so Typenschilder, da kann man sich das Ganze erstmal schön anschauen. Die Bedienung, die kann natürlich überall stehen. Ne? Die kannst du links oder rechts irgendwo hinstellen und das ist jetzt unsere 4-Tonnen-Variante. Mhm. Das heißt, die ist wirklich dafür gedacht, Auto drauffahren, zum Beispiel zum Vermessen. Ja. Und dann hier in der Mitte nochmal einen Freiheber, dass man, wenn man will, das Auto noch hochheben kann. Genau. Hier haben wir als 3,5-Tonnen-Variante, als 4-Tonnen-Variante und unsere größte Schere ist 5,5 Tonnen. Wo ist der Unterschied zwischen der und der? Also klar, einmal Schere und einmal 4 Säulen. Genau. Aber das ist alle, also warum baut sich manchmal einer die und einer die hin? Weil von der Überfahrhöhe wird das ja auch ähnlich sein, ne? Das wird sehr, sehr ähnlich sein, genau. Also rein vom Logischen her sieht man es ja. Also der eine sagt, ich möchte drumherum arbeiten können. Kann man hier natürlich nicht, weil hier die Säulen im Weg stehen. Mhm. Dafür hat man aber die Möglichkeit, von unten in der Mitte zu arbeiten. Mhm. Hier ist es ein bisschen schwieriger, weil wenn die im Boden eingelassen wird, hat man natürlich auch nochmal Stolperfallen. Also es kommt immer ganz drauf an, was man für Bedürfnisse hat in der Garage. Die hier wird meistens in der Annahme genommen, die Schere. Bei der Viersäule ist es so... Die kann man ja nicht im Boden einlassen wahrscheinlich, ne? Schwieriger. Ja doch, auch die kann man im Boden einlassen. Aber dann müsste ja das ganze Ding in den Boden reinfallen. Genau, so ist es auch. Das heißt also, es gibt entweder die Variante, ich sage es jetzt mal, wie eine H-Form, dass an den Enden die Säulen eingelassen werden und der Rest dann halt auch die bestimmte Tiefe hat, damit das hier bodeneben ist und du hier wirklich plan drüber fahren kannst. Also hier gibt es dann anstatt der Auffahrrampen, gibt es Auffahrklappen. Die sind dann nicht mehr 1 Meter lang, die sind dann nur noch 50 cm lang. Damit die sozusagen, wenn die Bühne oder wenn die Traverse im Boden eingelassen ist, dass sie dann plan ist und man dann einfach drauf fahren kann. Das heißt, wenn ich eine Bühne möchte, wo ich das Auto auf stehenden Rädern mit hochhebe, gibt es nur die beiden zur Auswahl dann auch. Also da muss das schon so eine sein.
Logischerweise, alle anderen sind ja dafür vorgesehen, dass man das Auto in sich hochhebt. Genau, ich denke dann vielleicht noch ein bisschen weiter. Wir haben auch noch eine pneumatische Bühne, da würde das auch noch gehen, aber das ist dann wieder ein anderer Bereich, aber ja. Es gibt also doch deutlich mehr Auswahl, als ich eigentlich gedacht hätte. Ja, wir sind ja jetzt auch nicht so sehr in die Tiefe gegangen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, gerade bei den Viersäulenbühnen. Da kommt es ganz oft auf die Länge an. Also wir haben da von 4,5 Tonnen bis 12 Tonnen haben wir da halt Möglichkeiten, etwas anzubieten. Und wenn die Tonnage hochgeht, dann sind natürlich auch die Schienen länger oder eben halt kürzer. Wie hoch kann der hier heben, dieser Freiheber? Ist das wirklich nur, um die Räder gerade so freizuheben oder kann der auch einen halben Meter, Meter? Ja. Halben Meter. Mhm. So. Doch, doch. Also es ist eigentlich so konzipiert, dass du deinen Wagen damit hochbekommst und die Räder freikriegst. Und den kann man auch noch ausziehen. Ja, man kommt halt überall hin, ne? Ja. Wenn wir den Koloss hier mal hoch und runter fahren, ist ja, sollte eigentlich auch mal geschlossen sein. Ist ein ganz schöner Koloss, das Ding, oder? Ja, auch da bauen wir relativ stabil. Das Ganze, die wiegt schon einige Kilo. Na klar, eigentlich soll es im Boden sein, aber trotzdem, da kommst du ja gefühlt an den Auspuff von gar nicht mehr ran, so hoch fährt die. Also auch die Bühne muss man nicht im Boden haben. Also es gibt ja, auch die sie auf dem Boden haben, also so wie jetzt. Das heißt also, du musst sie rein theoretisch nie komplett hochfahren. Gar nicht hochfahren, also, weil das ist ja außer du bist 2 Meter groß, dann machst du das. Aber ansonsten musst du die nie komplett hochfahren. Cool. Ja, ich würde sagen, erstmal vielen Dank für die ausführliche Beratung. Gerne. Suchen wir Marcel, der ist für die Fertigung zuständig. Ja. Und werfen wir einen Blick in die Fertigung. Aber ihr kriegt erstmal einen kleinen Porn als Übergang.